Zeit für Leckereien mit Zack Zack. Das bin ich. Gesunde Snacks, köstlich und fein mit Zack Zack. Das geht Zack Zack. Mit euch und meiner Freundin Sue. Wer reicht denn hier rein? Fasst mal zu. Und das im Nu. Ich koch für euch. Gebt gut acht. Dann lernt ihr schnell, wie man es macht. Bei der Schlemmerzeit mit Zack Zack. Bonjour zusammen. Das heißt guten Tag auf Französisch. Bitte begrüßt meine Assistentin Sue. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schlemmerzeit mit Zack Zack. Seid ihr bereit für einen leckeren Snack? Also, ich bin dabei, Zacki. Ich heiße Zack Zack, Dom. Was steht denn heute auf dem Speiseplan? Du störst mich bei meiner Show, du Dusselkatz. Machst du vielleicht Pizza, Nachos, Hot Dogs? Nein, nein und nein. Gibt es irgendetwas, das du nicht magst? Ja, Tomaten. Das heutige Gericht nennt sich Tomatenüberraschung. Aber ich mag keine Tomaten. Überraschung! Und jetzt raus aus meiner Küche! Diese dusselige Miezekatz will immer meine Snacks mopsen. Behaltet ihn im Auge, ja? Sagt mir Bescheid, wenn er, wie sagt man, irgendwo rumstreunt. Das Rezept. Tomatenüberraschung. Folgende Zutaten braucht ihr für die Zubereitung dieser Leckerei. Hüttenkäse, bunte Zuckerstreusel und natürlich die heutige Hauptzutat, Kirschtomate. Bevor wir unseren Snack zubereiten, waschen wir uns die Pfoten. Ich meine die Ende. Macht es so wie ich. Die Ende müssen erst sauber sein. Dann kümmern wir uns um die Leckereien. Was? Ihr seht die Katz? Verzeihung, aber ich sehe sie nicht. Na egal, als nächstes hüllen wir die Tomaten mit einem Löffel aus. Dasselbe macht ihr dann auch noch mit den restlichen Tomaten. Nun kommt obendrauf ein Klacks Hüttenkäse. Klacks ist ein umgangssprachliches Wort und heißt kleine Menge. Eins, zwei, drei. Ah, die Streusel. Vorsicht, dass nichts daneben geht. Ah, was für ein köstlicher Snack. Den könnt ihr zu Hause euch jetzt auch machen. Erst werden die Tomaten ausgehöhlt. Dann mit Hüttenkäse gefüllt und mit Streuseln bestreuselt. Hüllen, füllen, streuseln. Hüllen, füllen, streuseln. Hüllen, füllen. Dom, du hast gesagt, du magst keine Tomaten. Die waren überraschenderweise sehr gut. Das wär's dann für heute. Wir sehen uns bei der nächsten köstlichen Ausgabe von Schlemmerzeit mit Zack Zack. Adieu. Das heißt, glaube ich, Wiedersehen. Raus aus meiner Küche!